passiert, sondern Tagesordnung ist. Selbst wenn es Leute gibt. Heute, meine Damen und Herren, 5 Jahre nach dem Ende der kommunistischen Diktaturen, lebt Deutschland in guter Nachbarschaft mit den Staaten, aus denen so viele Deutsche vertrieben wurden. Ich möchte hier besonders das gute Verhältnis würdigen, das uns mit Polen verbindet. Meine Damen und Herren, auch unser Verhältnis zu unseren tschechischen Nachbarn wollen wir im Geist der guten Nachbarschaft und des friedlichen Miteinanders gestalten. Was bei der Vertreibung der Deutschen dort geschah, war Unrecht. Und ich bin Präsident Havel und Ministerpräsident Klaus für Ihre Worte dazu dankbar. Wir wollen und wir werden die ausgestreckte Hand ergreifen. Auf der Grundlage beiderseitiger Wahrhaftigkeit lässt sich gute Zukunft für die Menschen in unseren beiden Ländern sichern und gewinnen. Und wir wollen und werden in diesem Geiste mit Tschechien zu vernünftigen Regelungen kommen. Ich hoffe, dies wird bald möglich sein. Bundesausbildungsförderungsgesetzes abgestimmt werden. Die weiteren Tagesordnungspunkte ohne Aussprache, Bemühungen für den Beitrag der deutschen Heimatvertriebenen zum Wiederaufbau in Deutschland. Aber dass Ihre Regierung auf die beeindruckende Rede von Václav Havel von 1990 5 Jahre lang keine offizielle Antwort gegeben hat, war ein großer politischer Fehler. Herr Bundeskanzler, das Verhältnis zu unseren tschechischen Nachbarn hat Ihre Regierung leider verschlampen lassen. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Auftrag der sozialdemokratischen Bundes